Hallo und herzlich willkommen zur Folge 50 von Gothic 1, die Welt der Verurteilten. Wir sind momentan mitten in der alten Mine, haben eine Menge Minecrawler getötet in den letzten Folgen und hier ist es gerade saumäßig dunkel. Und haben auch schon das Zahnrad für den anderen Stammfall gefunden und ich meine, das wird dann irgendwann später nochmal ganz wichtig. Hier ist ein Haufen Rabenkraut, warum auch immer. Da ist noch eins. Und noch 7 Stück oder was? Auf jeden Fall das Zahnrad müssen wir dann, glaube ich, noch für irgendeine Schmelze, also für die vorne besorgen, weil die ist kaputt. Ich habe auch keine Ahnung, wer der Questgeber ist. Ich dachte, das wäre Ian, aber der ist es nicht. Und hier sind wir in einem Nebenschacht bei einem verlassenen Stampfer, logischerweise. Und hier ist auch alles voll mit Crawlern gewesen, deswegen haben hier alle die Finger von gelassen. Und dann musst du da runter und ein Zahnrad bergen. Das haben wir jetzt schon. Und das müssen wir dann bei irgendeiner Quest abgeben. Und ich hoffe, es genügt einfach, das Zahnrad dabei zu haben. Ich denke aber schon, dass das problemlos so funktionieren sollte. Und hier kommt man wieder nicht hoch. Der springt zwar aus dem Stand irgendwie 2,5 Meter, aber halten kann er sich dann nicht, ne? Das ist ein bisschen problematisch. Also wir haben auch Garrett gefunden, der vermisste Buddler für Ian. Wir haben zwar die Hinweise der Butler nicht, aber wir haben schlicht und ergreifend seine Leiche schon entdeckt. Hoffentlich genügt das schon. Ansonsten können wir nochmal zu Aleph und Co. und so, ne, Damit zu ein ich auch paar nichts zu tun habe. Brabbeln. Vielleicht kann man noch ein bisschen was erzwingen an Informationen, die wir gar nicht mehr brauchen, weil wir ihn ja schon gefunden Schon haben umgekehrt. und wissen, dass er tot ist. Man muss eben Ich glaube, der ist auch immer tot. Ist keine Möglichkeit, ihn irgendwie zu retten. Also gehe ich mal davon aus, das ist so eine Quest. Oder es scheint so eine zu sein, um es nochmal konkreter zu benennen. Ich kann ja auch nicht sagen, ob es so korrekt ist oder nicht, aber ich gehe mal davon aus. So, hier haben wir natürlich Crawler, die sind mir vollkommen egal. Hab mich von dem hauen lassen, ist aber auch nicht weiter wild. Liegt noch ein Ring, ah, sehr cool. Findet man einen Haufen Ringe hier. Was ist das hier für einer? Ein Flammenschutzring oder was? Naja, okay. Ist okay. Mein Geschenk ist geschenkt. So, und hier geht's zu tief runter. Ich glaube, kommt man dann irgendwo unten wieder raus, wenn man da runter hüpft. Vielleicht sogar bei dem alten Stampfer. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Mal ganz kurz in die Ecken hinein mit der Fackel. Nicht, dass man da einen Gang übersieht, ja, oder irgendwas anderes Wertvolles, das sollte ja auch nicht passieren. Aber das scheint nicht der Fall. Das heißt, wir haben alle Nebenhöhlen quasi geläutert, sage ich mal. Von Crawlern befreit. Das heißt, die Fackel wieder weggepackt. Und wir schauen mal, ob wir ein paar Buddler noch finden. Weil vielleicht gibt es ja auch noch ein bisschen EP für die Informationen bezüglich Garrett. Könnten Aleph fragen, noch Grimes. Passiert mir nicht nochmal. Müsste ja noch ein paar sein, die wir darauf ansprechen könnten. Ich glaube, auf der untersten Ebene gibt es keine Buddler mehr. Genau, und hier steht Ian. Da, wo er immer steht. Und Grimes ist nicht hier. Das ist natürlich wieder zum Kotzen. Ich guck mal, ob wir die Quest auch so abschließen können. Ja, können wir. Ach komm, ich gebe es einfach ab, oder? Ich gehe Ich mal schaue mich davon um, aus, mach keiner. dass die nicht so komplex sein wird. Ah, da ist doch Grimes. Vielleicht ist er hier die Schlüsselfigur. Kennst du einen Kerl namens Garrett? Garrett, natürlich kenne ich den. Junge, der hat schon mir geschürft, als wir noch in der verlassenen, also mit mir geschürft, bevor wir als wir noch in der verlassenen Mine waren. War ein anständiger Kerl. Was ist denn mit ihm? Er ist verschwunden und ich will wissen, ob du weißt, wo er stecken könnte. Verschwunden? Nein, ich weiß nicht, wo er stecken könnte. Ich bin die meiste Zeit hier oben und bekomme nicht viel mit. Sprich mal mit den jüngeren Butlern, die wissen bestimmt was. Viel Also, Glück noch. Grimes, verweist uns jetzt auf so Leute wie Aleph wahrscheinlich. Die jüngeren Butler, das ist natürlich jetzt auch nicht so eine große Hilfe. Also, wie gesagt, wir können es theoretisch direkt bei ihnen abgeben. Aber wir machen es mal ein bisschen folgerichtiger.
meine, es gibt auch nicht so viele Nebengänge, wenn man die alte Mine halt ein bisschen kennt. Dann kann man schon ungefähr erahnen, wo er ist. Da braucht man im Prinzip dann dieses Herumfragen nicht, aber wir müssen ja auch immer in der die uns die Situation vorstellen, dass Leute das mit die Welt der Verurteilten zum ersten Mal spielen. Und dann ist das natürlich nicht so klar, ne? Ist ja Hey du. einleuchtend. Vielleicht weiß Snipes irgendwas. Nein, der Wir weiß sehen uns. gar Na. nichts. Auf der anderen Seite, wer könnte noch was wissen? Der Aleph weiß es doch bestimmt nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Aleph irgendwas weiß. Weil der ist ja ganz oben. Aber unten ist auch niemand mehr. Also, außer ich habe irgendeinen Butler mit Namen übersehen. Aber Grimes und Garp, die wissen beide nichts. Natürlich dementsprechend keine große Hilfe. Aber wir gucken nochmal hier vorbei. Was soll's? Da ist Brendig. Wir können Aleph auch noch anschwärzen. Hey du. Das mache ich auch gleich. Es gibt nämlich hier nichts Wir mehr zu müssen erklären reisen. oder zu erzählen. Das heißt, im schlimmsten Fall kommt hier vielleicht eine Folgequest. Und dann war der Weg wenigstens nicht ganz umsonst. Hör mal, wenn du nicht da bist, sitzt Aleph die ganze Zeit rum, ohne zu arbeiten. Ist das so? Weißt du, was ich noch viel weniger leiden kann als Faulpelze? Das sind Verräter. Also geh mir aus den Augen. Ansonsten können wir ja auch nichts erzählen. Will Aleph Hey sich du. dazu noch irgendwie äußern, Du oder? hast mich bei Brandig angeschwärzt? Mach, dass du wegkommst. Hey du. Also ich meine, im Prinzip haben wir hier nichts von gewonnen. Kann ich dir helfen? Aleph ist sauer auf uns und Brandig auch. Also das lohnt sich im Prinzip gar nicht. Das kann man allerdings machen, aber dann erfährt man halt, wie es hier quasi zugeht. Also inmitten von Verbrechern gibt es keine Ordnung im eigentlichen Sinne. Das heißt, auch wenn es hier eine gewisse hierarchische Struktur gibt, Selbstjustiz, Verrat und sowas, das wird hier halt anders gehandhabt als in einer funktionierenden Gesellschaft, die nicht ausschließlich aus Verbrechern besteht. Ja, das ist halt hier schon ein bisschen tougher alles. Also Grimes verweist uns auf die jüngeren Butler. Ich meine, jetzt ist natürlich die Frage, wer sind denn bitte die jüngeren Butler? Überlegen, Snipes, Aleph, Garp. Wen gibt's denn hier noch? Vielleicht Hey weiß du. Aaron irgendwas. Also wahrscheinlich weiß er nichts, aber. Was machst du hier? Ich passe auf, dass du Butler bist. Also, das ist die Standardaussage. Meine, es könnte natürlich noch sein, dass irgendwo ein Butler mit Namen auf diesen, als Plateaus wäre der falsche Begriff, aber auf den Gerüsten, sage ich mal, irgendwo oben Hey rumhackt, du. aber das wäre natürlich ein bisschen anstrengend. Also, aber die jüngeren Butler hier wissen nichts. Also die Butler, die wissen gar nichts. Und auf der anderen Seite ist es jetzt auch Nacht. Das könnte auch sein, dass dann halt sich vielleicht einer uns ein bisschen davongeschlichen hat, der normalerweise irgendwo anzutreffen wäre, es jetzt aber nicht ist. Ah, noch ein Höllenpilz. Guck mal hier, da hat sich der Weg wieder gelohnt. Also wir halten uns mal einfach unten auch mal an die normalen Butler. Aber auf der anderen Seite wäre es einfach sinnvoll, das wahrscheinlich einfach abzuhaken. Mit den jüngeren Butlern. Ich würde halt gerne wissen, wer da gemeint ist. Ich spiele das Spiel auch nicht einfach, um es schnell durchzuspielen. Das ist ja auch so ein gewisses Präsentieren hier auf YouTube. Ne? Das heißt, es wäre natürlich schon sinnvoll, euch da auch Hey du. die richtigen Lösungswege aufzuzeigen. Nein, der weiß auch nichts. Hey du. Nein, der andere. Geh weg, ich will mit dem anderen reden. Hey du. Ich glaube, hier kommen wir nicht wirklich weiter. Da gab es nicht noch ganz oben einen Butler? Gab es nicht noch ganz oben einen Butler mit Namen? Ganz oben, wie hieß denn der? Viper weiß auch Hey nichts, der ist ja du. auch kein Butler.
Ich weiß übrigens gar nicht, ob der eine Sonderstellung hat oder ob der zu den Gardisten zählt. Ich meine, Stone zählt zu den Gardisten. So, dass hier halt keiner ist. Hier ist nur Garb, bei dem waren wir schon. Der hat ja nichts gewusst. Und ich glaube, das ist auch der einzige Butler hier unten. Also, mit Namen natürlich. Gab's ganz oben den Butler. Oh, erstmal Gornabit, mit dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Vielleicht hat er ein paar weise Worte auf dem Weg. Nein, hat er nicht. Der Schläfer. Ja, okay, hat er doch. So, pass mal auf, ich guck nochmal hier nach. Also, hier ist ein Butler. Hier unten ist, wie gesagt, das Ding. Mit kaputtem Zahnrad hier, die. Nicht die Schmelze, wie heißt es hier? Der Stampfer. Hey du. Aber hier weiß auch keiner was. Also ich habe keine Ahnung, wer gemeint sein könnte. Wie gesagt, wir könnten auch mal hier auf die ganzen Gerüste hoch. Ich meine, auch um sie mal gesehen zu haben, ne? Aber auf der anderen Seite. Ganz kurz gucken, ob da oben vielleicht noch jemand mit Namen ist, aber ich glaube, das ist auch ein normaler Butler. Butler, Butler, dreimal. Und die wissen wahrscheinlich alle drei nichts über den Garrett. Latsch nochmal über Leitern hoch. Generell hier nur schon mal auf dem Torhaus gewesen in der Mine. Ist auch ein Erlebnis. Und dunkel ist es noch dazu. Vielleicht ist hier jemand. Hier ist zumindest ein Gardist. Ich schätze mal, da hier so viele Erzbrocken sind, ist hier normalerweise auch was los. Wie gesagt, es ist halt momentan Nacht, das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen ist hier logischerweise auch weniger los. Hey du. Aber die Standard-Butler wissen nix. Null und gar nix. Da hinten hackt auch noch einer rum. Und auch der besitzt keinen Namen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass hier auch früher niemand gewesen wäre mit Namen. Hier oben im letzten Eck. Denn wie gesagt, die ganzen Leitern hier hochzuklettern, das versäumt man quasi gerne, weil es halt auch irgendwie ein bisschen kräftezehrend ist und unnötig. Meistens nicht zielführend. Aber da oben sind nochmal zwei Kameraden. Da gucken wir nochmal kurz vorbei. Und dann renne ich, glaube ich, einfach zu Ian. Hatte ich schon vor 5 Minuten vor. Und noch zweimal Butler. Also wir fassen zusammen. Es gibt in der alten Mine eine riesige Anzahl an Butler. Wichtig scheint keiner von denen zu sein. Wobei, hier geht es auch noch hoch. Ach komm. Warum überrede ich mich immer selbst die ganze Zeit, da nochmal nachzuschauen? Auf der anderen Seite haben wir dann mal die ganzen Gerüste hier gesehen. Wir sind ja auch irgendwo Sicherheitsbeauftragter. Das sieht jetzt nicht so genormt aus alles. Aber wir drücken mal ein Auge zu. Hier oben ist auch nur ein Butler. Hm? Ja, wie gesagt, hier oben findet man niemanden mit Namen. Jetzt weiß ich nicht, ob es ein Fehler ist. Das war ein Riesenfehler. Ne, wir leben noch. Wir sind genau auf dem Geländer gelandet. Knappe Nummer. Brutal knappe Nummer. Kann man hier auch runterhüpfen? Nein. Krass, die Fackel ist noch da. Ist das nur ein Gothic 2 Fehler, dass die Fackel verschwindet beim Neuladen? Oder haben die das extra in dieser Erweiterungsmod gefixt? Wer weiß, kann ja sein. Aber auf der unteren Ebene, wie gesagt, überhaupt kein Butler. Niemand, mit dem man reden kann. Und ich denke, im Prinzip gibt hier der Garb auch die ausschlaggebende Information, er ist einfach weggerannt. Das heißt dann für uns, er ist einfach nicht hier. Irgendwo da hinten. Und so schließen wir das jetzt quasi ab. Und wenn irgendjemand dann noch irgendwie ausschlaggebende Informationen besitzt, das könnt ihr mir ja gerne in Kommentarform schreiben, aber das wird jetzt hier am Ausgang der Quests, glaube ich, der Quest, glaube ich, nichts ändern. Also wir kriegen wahrscheinlich maximal 100 EP,
Das ist wirklich nicht mein. Vielleicht maximal 50 Erz für unsere Mühen. Oder ein paar nette Worte von Ian, so müsste dann die Belohnung aussehen. Aber jetzt haben wir nochmal ausführlich die alte Mine gesehen. Juhu. Die gute alte Mine. So, Ian, hey, der Kerl ist platt. Fertig. Oh, 300 EP. Ich habe Garrett gefunden. Ja, und wo ist er? Er ist tot. Ich habe ihn in einem der Schächte gefunden. Was? Hast du Beweise dafür? Hier ist seine Spitzhacke. Okay, wir haben anscheinend eine... Also, okay. Verdammt, das ist ein Problem. Jetzt muss ich schauen, dass die Jungs aus dem alten Lager mir einen weiteren Butler schicken. Naja, trotzdem danke für deine Hilfe. Ja, das ist für dich. Okay, anscheinend haben... Mich mal um. Ja. Anscheinend hatten wir eine einzigartige Spitzhacke und das war quasi dieser Questgegenstand, der den Beweis liefert. Denn das war ja, was ich gesagt hatte. Normalerweise reicht es nicht einfach, die Leiche inspiziert zu haben. Ist natürlich nur die Frage, was habe ich jetzt bekommen? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was der uns mitgegeben hat. Ist auf jeden Fall kein wertvoller Trank und damit ist es wahrscheinlich schon unwichtig genug. Aber ansonsten, der verschollene Butler, die Quest haben wir auch abgeschlossen. Und jetzt gehen wir erstmal wieder raus. Richtung Räuberlager. Und dann ins alte Lager und dann Gornis verkloppen. Vollstrecker. Boah, das wird Hammer. So, die Sache ist ja, wir haben ja jetzt quasi die Prüfung des Vertrauens. Wir haben ja die Liste dabei. Jetzt natürlich die Frage, ob wir die, wir können die, glaube ich, auch einfach Laris geben, ne? Dann haben wir quasi unsere Aufnahme fürs neue Lager. Aber ich bin mir irgendwie so unsicher, was das neue Lager betrifft. Ich hatte, oder habe zumindest das Gefühl, da müssten viel mehr Nebenquests oder ich sag mal Aufnahmequests auf uns warten. Aber es kann auch sein, dass ich das einfach falsch in Erinnerung hatte. Man muss ja dazu sagen, in Gothic 2 gibt es ja viel mehr Quests in dem Sinne. Auch Aufnahmequests. Also in Gothic 1 und in den Total Conversion Mods, die ich hauptsächlich spiele, sowieso. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die legen da ja nochmal eine Schippe drauf. Deswegen ist meine Sicht ein wenig verfärbt aufs Original. So, da haben wir noch einen Gardist. Und da wäre Glenn gewesen. Ich wusste doch, hier oben war noch einer. Auf der anderen Seite. Auf die Main. Aber einfach, der hat einfach nur Standard gelabert und verkauft uns Dietrich, also der wird wahrscheinlich bezüglich Garrett auch nichts gewusst haben. Und falls doch, da wäre er gewesen. Also hier oben ist noch Glenn. Das war also nur eine Handvoll Butler. Mit Namen hier in der alten Mine. So, die Sache ist, wir haben hier noch ein paar Truhen, die kann ich noch nicht abziehen. Auch wenn wir jetzt Nacht haben, ist es generell hier sehr schwierig in der alten Mine, weil hier ja überall die Leute rumstehen. Hier gibt es ja im Prinzip weder Tag noch Nacht. Hier ist immer dunkel. Und wenn wir hier raus sind, dann ist es auch direkt wieder dunkel. Wunderschön. Direkt kurz nach Mitternacht. Alle hopp. So, wieder draußen. Wie gesagt, hier ist schön was los, kann man nicht sagen. Hier ist schön belebt alles. Auf Gardisten, ein paar Schatten, auf Butler. Also hier haben sie echt was draus gemacht hier. Das Vorlager, sehr beeindruckend. Und jetzt marschieren wir wieder Richtung Räuberlager, werden da hoffentlich die beiden Quests erledigen können. Mich würde echt interessieren, was jetzt hier der Ian uns mitgegeben hat, aber naja. Vielleicht wird es sich noch irgendwie klären lassen. Ich packe mal den Bogen aus, weil jetzt müssen wir hier ein bisschen den Wald entlang zumindest laufen. Ich gucke, dass ich das ein bisschen umgehe. Also sprich, ich halte mich gleich links und gehe zum Räuberlager. Natürlich werden wir die Scavenger umprügeln, klar. Bevor die uns noch von irgendwelchen Wölfen weggesnackt werden. Jetzt halte ich mich gleich hier oben. Entlang. Hoffentlich marschieren wir jetzt in keine unzumutbaren Gegnerhorden. Das sollten wir auch vermeiden. Ja, da hinten sind schon Snapper. Aber ich denke mal, die kriegen wir hin. Kriegen wir die hin? Die kriegen wir locker hin, oder?
Machen wir platt. Die machen mich platt. Das war ein Griff ins Klo. Da waren wir ein Stück zu überheblich. Kommt jetzt nur der eine oder direkt beide? Es kommt erstmal nur einer. Ist natürlich etwas dunkel. Deswegen sieht man das gar nicht so gut. Im Video wahrscheinlich noch schlechter als ich jetzt. Aber da kommt er. Jetzt kommt hier von der Seite noch ein Blutfliege. Ich kann nicht mehr. Ja, aus dem Weg. Was soll denn das? Diese Kackviecher immer. So, es ist saudunkel und ich bin hier gefühlt mitten im Wald. Ich nehme mal kurz Trank zu mir, damit ich mich ein bisschen sicherer fühle. Komm, noch ein zweiten. Wir sind in der nächsten Folge. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Wir werden noch den anderen Snapper töten. Den Einzelnen kriegen wir die natürlich ohne Probleme klein. 2.500 bis zum Level ab. Uiuiui, das ist auch wieder recht nah. Da würde ich sagen, in der nächsten Folge laufen wir Richtung Räuberlager, gucken, dass wir da die ganzen Quests erledigen und dann Richtung altes Lager. Bis dahin. Tschüss.